Ah, der Strand, feiner Sand, das Rauschen der Wellen, die Möwen, die sanften Sonnenstrahlen. Und da drüben, ein Komplex in Form von Speckröllchen. Aber warum haben wir so einen Hass auf unsere Sommerkörper? Woher kommt diese Körpernorm, fettfrei, haarlos und realitätsfremd? Der Strand ist ein seltsamer sozialer Raum. Wir sonnen uns, räkeln uns auf dem Handtuch und begutachten Nachbarn, die weniger perfekt sind als wir. Durchtrainierte Männer, gärtenschlanke Frauen. Wir alle sind besessen vom berühmten und schrecklichen Beachbody. Der Beachbody ist die Vorstellung, dass man einen bestimmten Körper haben muss, um an den Strand zu gehen. Es geht um gesellschaftliche Normen. Die Journalistin und Autorin Marie Kirschen hat diesen Mythos untersucht, der sich aus unseren narzisstischen Ängsten nährt. Der Körper muss schlank sein, natürlich muskulös und straff, bei Frauen enthaart. Den Beachbody hält eine Industrie am Leben, die Beautyöl, Fitnesskurse und Haarentfernung verkauft. Er wird in der Werbung und in der Presse, vor allem für Frauen, aber auch für Männer propagiert und man kann ihm nicht entkommen. Nicht einmal bei einem entspannten Kinobesuch. Ich denke auch an James Bond und die Szene, als Ursula Andress aus dem Wasser steigt und später Halle Berry. Wir lernen, dass Frauen am Strand sexy sein müssen. Das fängt schon in Kinderfilmen an, wie etwa Die kleine Meerjungfrau. Auch sie ist schlank und zierlich. Wir lernen dadurch, Frauen so zu sehen. Sexy waren Frauen am Strand nicht immer. Dieser Trend ist kaum ein Jahrhundert alt. Früher waren die Beachbodies einfach nicht zu sehen. Diese impressionistischen Strände aus dem 19. Jahrhundert zeigen die Küste der Normandie, wo die Bourgeoisie anfängt, Urlaub am Meer zu machen. Frauenkörper sind gut verborgen unter mehreren Lagen Stoff. Im 18. und 19. Jahrhundert stellte man seinen Körper nicht zur Schau. Das gibt es erst seit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Ärzte begannen damals, Heliotherapien zu empfehlen, um in den Sommermonaten die Gesundheit ins Gleichgewicht zu bringen. Früher wurde die Porzellanhaut mit Sonnenschirmen geschützt. Doch dann kam die Bräune in Mode. Ein Symbol für Aktivität im Freien und gute Gesundheit. 1925 kam das erste Sonnenöl auf den Markt. Frauen krempelten ihre Badeanzüge hoch, um immer brauner zu werden. Das inspirierte den Franzosen Louis Réard, der 1946 den Bikini erfand. Das Stück Stoff wurde nach dem ersten amerikanischen Atomtest im Bikini-Atoll der Marshallinseln benannt und schlug ein wie eine Bombe. Denn anfangs war der Bikini ein Skandal, so umstritten wie oben ohne. Vor allem in den 70er Jahren fanden wirklich Kämpfe statt. Feministische Frauen wollten ihr Oberteil ausziehen, genauso wie es die Männer tun. Vielleicht wird uns eines Tages keine Norm mehr davon abhalten, an den Strand zu gehen. In der Zwischenzeit wertet die Body-Positive-Bewegung andere Schönheitsideale auf. Man sieht dicke Körper im Bikini in Werbespots oder in den Musikvideos von Lizzo. In den sozialen Medien verschönern Künstlerinnen ihre Dehnungsstreifen. Wir bräuchten ein neues Mantra, um die Welt von Komplexen zu befreien. Was meinst du, Marie? Jeder Körper ist ein Beachbody. Wir müssen einfach nur an den Strand gehen.